Ja, heute mal wieder zu Gast im Profi-Studio von Happy Vibes hier im Umland von Dresden. Wir lassen mal so die letzte Woche rekapitulieren. Es ist viel passiert. Du hast die Unterschriften zusammengekriegt für die Landratswahl. Das war bis vorgestern der Fall, dass da unterschrieben werden durfte. Und es sah recht gut aus. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Ja, am Anfang dachte ich, Menschenskinder, ob wir das alles hinkriegen. Aber 200 Unterschriften sind ja natürlich nicht allzu viel. Aber trotzdem spitzt man auch. Ja. Man muss auch ein bisschen was dafür tun. Aber die Freien Sachsen haben auch ein gutes Team. Die haben mich auch sehr gut unterstützt. Und wir haben natürlich auch in den sozialen Netzwerken richtig Trubel gemacht. Und ja, es hat geholfen. Natürlich gab es die eine oder andere Hürde, wenn ich da zum Beispiel Heidenau sehe, wo man erst nicht rein durfte, weil angeblich 3G ist, ja, obwohl das bei Wahlen ja überhaupt nicht zur Debatte steht. Oder ob in Pirna dann dreimal die Nummer 6 auf dem Wahlzettel auftauchte, was uns die Leute mitgeteilt haben. Oder die Zettel waren durchnummeriert die 6 war dreimal drei. Ständig. Ja. Achso. So, und, also dreimal, was wir erfahren haben. Ja, vielleicht standen ja auf noch mehr Zettel. Es gab aber noch andere interessante Sachen, wie zum Beispiel in Wilsdruff. Da hatte das Bürgerbüro eine gesamte Woche zu. Oh. Ja, und wir hatten ja eigentlich bloß 4 Wochen. Ja. Wir haben uns nicht beschwert, weil wir hatten ja jetzt genug Stimmen, aber trotzdem ist das natürlich eine Riesensauerei, was man so Leuten, die Unterschriften sammeln müssen, so in den Weg legt. Ja? Also ich finde das nicht okay. Man muss ja sagen, du bist der einzige Kandidat, der überhaupt Unterschriften sammeln musste, denn die etablierten Truppenteile tun sich das natürlich nicht an. Die werden einfach nur aufgestellt, stehen auf dem Wahlzettel. Und wer jetzt noch nicht zum erlauchten Kreise gehört, eben weil er von der Seite einsteigt und sagt, na, ich will hier auch mal ein bisschen mitmischen, der muss 200 Unterschriften sammeln. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Allerdings müssen die Leute aufs Rathaus gehen. Und das ist schon, naja, eine Hürde. Also da musst du schon wirklich wollen, dass der Happy Vibes Andreas Hoffmann auf dem Stimmzettel steht, damit du extra auf dein Rathaus gehst und da die Unterschrift gibst. Und das haben am Ende wie viele Leute gemacht? Oh Gott, 300. Es waren, ja, also fast doppelt so viel, wie du gebraucht hättest, hast du gekriegt. Und das ist schön. Ja. Ja, gut ist natürlich auch, das muss man sich für zukünftige Wahlkämpfe merken, wenn man so Unterschriften sammelt, Reden halten. Also wir hatten ja in Heidenau eine sehr schöne Rede gehalten von 30 Minuten, wo die Kollegen schon gesagt haben, hör auf, die hauen alle ab im Vorfeld. Ja. Und die Leute waren alle wie gespannt, angewurzelt, standen die da, haben zugehört, haben die von den Lippen alles abgelesen. Ja, dasselbe hatten wir dann natürlich auch nochmal in Freital und auch in Diboldiswalde. Und das sind eigentlich auch die Städte, wo es die meisten Stimmen danach gab. Ja, also genau, Freital, Diboldiswalde, hätte ich nie gedacht. Also das werden wir uns natürlich merken und werden das auch mit anderen Kandidaten machen. Schön, schön. Ja, auch sonst ist eine Menge passiert. Wir werden jetzt doch nicht geimpft, weder unter 60 noch über 60, noch über 18, noch überhaupt. Martin, du glaubst doch selber nicht, dass das zu Ende ist, oder? Nein, das glaube ich selber nicht. Lauterbach hat doch jetzt schon wieder angekündigt, dass er jetzt trotzdem wieder überlegt, wie man die Impfpflicht noch durchsetzen könnte. Und das wird nicht lange dauern, dann zaubert er irgendwas Neues hervor. Und wenn es im Herbst losgeht, habe ich ja gestern erst wieder gelesen, dass er schon die nächste Herbstwelle angekündigt hat. Also dieser ganze Humbug, dieses Theater und vor allen Dingen, was für ein wirtschaftlicher Schaden hinten raus entsteht, da muss man wirklich, also den müsste man eigentlich entlassen, den Typen. Können wir ja nicht, er ist ja angeblich gewählt, wobei ich da meine Zweifel habe inzwischen. Ja, aber trotzdem, so geht es nicht weiter. Und deswegen, Leute, auf die Straße, immer wieder auf die Straße. Denkt nicht, dass es jetzt vorbei ist. Es beginnt eben erst. Und denkt dran, wenn Corona vorbei ist, die denken sich was anderes aus. Das ist wie so ein bisschen in so einer militärischen Operation. Man weiß nicht, warum der Feind sich jetzt an dieser Stelle zurückzieht. Und man weiß auch nicht, ob er nicht an der Stelle dann doch wieder angreift. Also, um jetzt mal den Bogen zu kriegen, in der Ukraine zieht sich der Russe auch gerade im Norden zurück. Man weiß nicht so recht, warum. Entweder weil es ein bisschen schwieriger vorwärts geht oder weil es ihm um den Norden gar nicht ging, sondern mehr um die Schwarzmeerküste, denn dort geht er weiterhin vorwärts. Also, das weiß man nicht. Man weiß nicht, was hat der andere eigentlich vor.
Und warum macht er jetzt nicht das, was wir von ihm befürchtet haben? Also zumindest auf den Lauterbach, muss man das so sagen? Nee, er hat ja nicht Rückzieher gemacht. Das haben ja doch diese Parlamentsmehrheit. Er selbst hätte es schon gerne jetzt durchgezogen. Aber, und das ist auch wichtig, die Abgeordneten müssen auf euch zählen können. Also stellen wir jetzt mal die Frage andersrum. Was wäre denn passiert, wenn es keinen Druck der Straße gegeben hätte? Dann wäre das durchgewinkt worden. Genau so natürlich. Ist es. Deswegen, die Abgeordneten müssen vor ihren Wählern einen gesunden Respekt haben. Und dazu führt übrigens auch mal einen netten Brief schreiben an den Abgeordneten. Vielleicht auch an die jetzt dagegen gestimmt haben, kann man auch mal schreiben, dass man das ganz gut findet und sich da bedankt. Und man hofft, dass sie das auch weiterhin so handhaben werden. Also das ist für die auch gut, wenn sie merken, achso, ja, das wird auch gesehen, was wir hier machen. Also das denke ich, wir haben mal so einen Vorschlag. Also montags spazieren ist natürlich die Pflicht und dann als Kür kann man schon mit dem Abgeordneten seiner Wahl oder seiner Gegend so ab und zu in Kommunikation treten. Das die meisten marschieren ja nicht mit. Die spazieren ja nicht mit. Der Abgeordnete nicht, nee, eben. Aber man kann den Brief schreiben, die haben ja alle ihre Wahlkreisbüros, die haben ihre Adressen, die haben E-Mails, natürlich nett und freundlich. Wenn einer böse schreibt, dann beachten wir das nicht so gerne. Aber ja, ruhig sich mal bei denen bedanken, die jetzt gut abgestimmt haben. Da kann man ja alles nachverfolgen, wer wie gestimmt hat. Also uns in Chemnitz, da haben zwei böse abgestimmt. Also Herr Herrmann zum Beispiel und der Herr Müller von der SPD, die wollten uns gerne zwangsbeglücken. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass man diese Namen veröffentlicht. Ja, also in Dresden ist es auch passiert. Das werden wir uns merken. Ja, und die Namen müssen wir uns natürlich merken, weil die sind fürs Etablissement und das Etablissement will ich eigentlich nicht unterstützen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Und das Volk ist das Wichtigste, die auf der Straße sind und diesen Sieg erkämpft haben, sind auch die weiterhin auf die Straße gehen müssen. Ansonsten werden die natürlich wieder was Neues sich ausdenken. Und davor habe ich natürlich Angst. Und wir sehen es ja auch im Russlandkrieg, was da zurzeit abgeht, also in Medienbereichen. Wenn Krieg ist, ist natürlich, sind alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Da ist Infokrieg, genau. Da ist Infokrieg. Und das ist alles so schlimm. Und wir haben ja dieses Massaker in Dings, Butscha. Ja, ich will mich dazu gar nicht äußern, aber ich höre mir auch immer alle beide Seiten an. Richtig. Das ist wichtig. Ich will mich dahingehend äußern, wir wissen nicht, was dort los war. Du weißt nicht, ist, weil ich weiß es nicht und wir alle wissen es nicht. Wir können es auch gerade nicht wissen. Die eine Seite veröffentlicht Bilder, die andere Seite veröffentlicht Bilder. Auf beiden Seiten gibt es aber Spezialisten zum Produzieren von Bildern. Genau, so ist es. Denn beide Seiten wissen, dass der Infokrieg mindestens so wichtig ist wie der echte Krieg. Denn sogar wichtiger. Wichtiger, wenn man zwar militärisch Erfolge hat, dafür aber in der ganzen Welt als der letzte Lump dasteht, ist das nicht gut. Das heißt, man muss es auch verkaufen. Und das machen beide Seiten. Auf ukrainischer Seite sind amerikanische Spezialisten, die haben uns noch bis jetzt die schlimmsten Massaker als Befreiungsaktionen weltweit verkauft. Und die verkaufen uns jetzt vielleicht andere Dinge ganz anders. Keiner von uns kann es wissen. Wir werden es vielleicht in ein paar Jahren erfahren, was dort wirklich stattgefunden hat. Wer da wen, warum erschossen hat. Ja, mir kommt das aber alles so vor, als ob die einen Grund suchen, gegen Russland vorzugehen. Ja. Ja, das ist ja nicht das Einzige. Natürlich. Da gibt es ja noch viele andere Geschichten, die hier rumgerödelt werden, bloß damit die einen Grund haben, noch mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. Und ich sehe es, wenn jemand Frieden will, ja, dann schickt er keine Waffen. Dann schickt er Diplomaten und dann wird verhandelt. Und zwar bis zum bitteren Ende, weil wir wollen keinen Krieg. Und wir sind ja eigentlich, also wir das Volk jetzt, wir die Deutschen sind ja eigentlich die Gelackmeierten. Weil wir müssen natürlich ja jetzt alles schultern. Ja, also was die dort veranstaltet haben, der Russe sagt natürlich, warum soll ich euch noch Gas liefern? Obwohl er macht es ja. Er würde ja. Aber unsere Regierung stellt sich ja großkotzig hin und sagt, wir wollen gar nicht. Ja. Von den Russen nehmen wir gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie angestachelt wurden jetzt von den USA, von unseren Bündnispartnern, das zu tun.
Jetzt ist dein Mikroschutz runtergefallen. Oh, das ist nicht gut. Ja, wunderbar. Jetzt einfach drauf drücken. Jetzt rede ich hier ungeschützt. Jetzt ist nicht in Ordnung. Jetzt bin ich wieder geschützt. Ja. Ja, aber wo soll das noch enden? Das ist das Problem. Und ich sehe hier eine absolute Krise auf uns zukommen. Energiekrise sowieso. Ja, ich weiß nicht, wie die das ganze Fracking-Gas, das überteuerte Gas, der Amerikaner kauft ja noch beim Russen, so wie ich gehört habe. Die kaufen größere günstig Mengen, ein und verkaufen uns teuer. Am Ende ist es gar nicht gefrackt, sondern das russische Gas nach Amerika wird uns dann teuer weiterverkauft. Ja. Kannst du alles nicht wissen. Und wie wir gesagt, können das nur vermuten. Wenn wir heute, ich wollte jetzt ein neues Auto, nach Corona ging es wieder los bei uns in der Firma, wollte ich ein neues Auto kaufen. Also einen richtigen Transporter, ein Bus, wo ich auch 8 Leute wegkriege, mit Anhängekupplung, mit Diesel. So, Lieferzeit. Naja, Februar. Nächstes Jahr. Ja, ja. So, der Mietwagensektor ist leer gefegt. Gibt's doch nicht. Ja, inzwischen hat man mir gesagt, ich soll doch meinen Gebrauchten verkaufen. Da kriege ich so immens viel derzeit. Ja, also es dreht sich gerade, also wie in der DDR eigentlich. In der DDR waren ja eigentlich die Gebrauchten teurer als die neuen. Ja, so wird es hier auch nochmal. Ja, diese Mangelwirtschaft, wir haben das alles schon mal durch. Ja. Ja, unter anderem Vorzeichen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo es hingeht. Was hast du heute hier überhaupt mitgebracht? Ich habe natürlich dir was mitgebracht. Wieder was Sächsisches, oder? Du siehst es, naja. Chantre. Ist das was Sächsisches? Eigentlich nicht, aber du siehst, es sieht nicht ganz wie typischer Chantre aus. Es ist also sehr durchsichtig. Was sagt uns das? Upsler. Das heißt, ist nicht das, was drin ist. Genau. Ich gieße das jetzt mal ein und du darfst mal schnuppern. Und kriegst dann ordentlich raus, was das ist, dazu später mehr. Erstmal darfst du versuchen rauszukriegen, was es ist. Ja. Dürfen wir noch Wodka trinken? Weiß ich nicht. Ist aber keiner. Ja, ich krieg schon. So, also zum Wohl, ich kost mal. Ja. Nee. Muss man mehr schnuppern. Vielleicht schnuppern wir mal an der Flasche, da konzentrieren sich die Aromen. Ja, ganz kurz bloß, ich hatte Corona. Ach so, echt, du riechst das nicht. Au, na das ist natürlich schwierig. Also dann gebe ich dir mal einen Tipp, nee, ich sag dir das. Dann bist du ja natürlich ein bisschen eingeschränkt ohne Nase und Geschmack. Oder was hast du? Nee, Geschmack. Nur Nase ist nicht da. Nur Nase, ja. Also ist natürlich, schon da, aber. Ist natürlich die Hauptsache bei solchen feinen Aromen. Es ist ein Holunderblütenbrand. Und zwar ganz hier aus der Gegend. Und wie du an der Flasche siehst, nicht ganz offiziell hergestellt. Aber Schnapsbrennen ist Menschenrecht. Ja? Keiner hat das Recht, einem Menschen zu verbieten, mit seinen legal erworbenen Agrarprodukten sich selber Nahrung und Getränke herzustellen. Ja? Das ist ein naturgegebenes Menschenrecht. Und es ist eine Frechheit, wenn ein Staat uns verbieten möchte, für uns selber uns Getränke zu machen. Ist es so? Das ist eine Frechheit, ja. Es ist im Moment in Deutschland illegal, ja. Ach so, ich dachte, du kannst bis zu einer gewissen Menge brennen. Ganz geringe Mengen. Du musst beim Zoll dann alles anmelden? Ja, genau. Du brauchst eine Lizenz. Dann. Okay. Nee, ich auch nicht. Also ich habe es mal probiert. Ich habe mal Birnenschnaps gemacht. Das ist leider sehr wenig nur geworden, aber sehr lecker. Aber das hier ist in Holunderblüten, wie gesagt. Der wurde uns mal hier von einem Sympathisanten verehrt. Und sehr also toll. Ist auch sehr hochprozentig, ist natürlich nicht runtergeregelt wie die im Handel, die dann auf 40%, der wird noch seine 50, 60, also irgendwas zwischen 50 und 60, schätze ich mal. Da ist es eine ganz gute Spezialität hier aus deiner Region. Wir sollten uns aber damit beschäftigen. Ich denke, dort, also dieser Alkohol, das wird auch eine Mangelware werden. Das wird gar nicht mehr lange dauern, ja, dann gehen wir zurück und zu brennen. Wir, genau, selber brennen ist Menschenrecht. Das müssen wir wirklich den Leuten auch klar machen, dass man auch sich das von diesem übergriffigen Staatssystem nicht verbieten lassen darf. Ja? Es ist wie, wenn du selber nicht mehr deinen Kuchen backen darfst. Natürlich darfst du das. Du darfst auch deine Möhren anbauen. Das ist ja schon der nächste Punkt. Sie wollen dir verbieten, dass du dann deine Sämereien selber fürs nächste Jahr gewinnst. Auch das ist schon quasi unter Restriktion. Das ist krass, ja.
Das ist ja schon Irrsinn, wenn man zum Beispiel Rechte für Samen vergibt. Ja. Also das ist... Genau. Und nicht mal nur für gentechnisch Veränderte, wo ich ja noch verstehen kann, dass da eine gewisse... Also ich finde es nicht gut, dass man das macht, aber wenn es jemand macht, dann hat er ja da wirklich selber was geschaffen da dran und was gebastelt, dann soll er da auch Recht dran haben. Aber auch an natürlichen Züchtungen werden schon Patente vergeben und das ist eigentlich ein absolutes Unding. Aber ich finde das nicht korrekt, dass zum Beispiel diese Firmen ein Patent drauf kriegen für genmanipulierten Mais und oder andere Sachen, andere Samen, die nur einmal treiben. Und danach war's das. Aber der Kunde kann ja sagen, so ein Quatsch will ich nicht. Ne? Also ich würde mir sowas nicht kaufen. Von daher sollen sie ihre Patente dran kriegen. Aber schlimmer ist es, wenn ich aus meiner Möhre, die selber in meinem Garten wächst, die Samen nicht mehr gewinnen darf, um mir nächstes Jahr wieder Möhren anzubauen. Das ist doch krank. Ist es teilweise so. Ja. Das ist krank. Das ist das Problem. Naja, wie gesagt, wir haben noch viel Zeit, es zu ändern. Was ist noch passiert letzte Woche? Ein trauriges Thema. Wir hatten Alkohol, Russland und Corona als Themen. Etwas Trauriges ist passiert. Ich habe hier ein passendes Utensil unten drunter. Ja. Kann man das lesen? Warte mal. Ich konnte mal Russisch ganz gut. Du musst die Buchstaben einzeln aussprechen. Es ist kein Wort, was ein Wort ist. LDPR. Das ist die Partei von Wladimir Schirinowski. Schirinowski ist gestorben diese Woche. Wer ist Schirinowski? Schirinowski ist der Chef der LDPR. Ein russischer Politiker, ein Urgestein. Okay. Aber du hast in Russland studiert, ne? Ich habe da mal Referendariat gemacht. Ja, okay. Übrigens beim Anwalt, der jetzt auch Abgeordneter der LDPR ist. Aber ja, Schirinowski, viele, die sich ein bisschen für Russland interessieren, werden ihn kennen. War wirklich ein politisches Urgestein. Viele nennen ihn Clown. Manche sagen, er ist verrückt. Er hat manches etwas deutlicher ausgesprochen, als etliche das hören möchten. Und hat auch manches etwas übertrieben. Was er zum Beispiel übertrieben hat, ist die Corona-Impferei. Er hat sich sage und schreibe 8-mal impfen lassen und ist an Corona gestorben. Das ist schon dann tragisch und man muss trotzdem sich ein Schmunzeln verkneifen, obwohl es tragisch ist. Also er wird sehr fehlen in der russischen Politik. Es sind für mich solche Leute, die die Demokratie erträglich machen, ja? Weil sie eben ein bisschen Pfeffer reinbringen. Weil sie auch mal eben ein bisschen deutlicher werden, wenn die anderen nur rumlavieren, dann sagen die eben geradeaus, was hier der Plan ist und was sie denken. Da war Schirinowski eine große Nummer auf dem Gebiet. Ich werde ihn sehr vermissen. Ja, er war 75, 76, noch nicht so alt eigentlich. Okay. Ja, LDPR, jetzt ohne ihren Vorsitzenden Wladimir Schirinowski. Gut, dieses schöne Hemd habe ich mir selber in der Parteizentrale der LDPR in Moskau geholt. Ja. Haben wir es mal gesehen. Schirinowski gestorben. Weiß nicht, kannst du hinterher noch den Schirinowski einblenden oder geht das nur, wenn wir jetzt währenddessen ihn einblenden würden? Ich könnte ihn auch einblenden. Hintenher. Na gut, vielleicht findest du noch ein schönes Bild. Gibst du mal einen bei Google, Schirinowski. Ja, also man sieht, Impfen ist nicht etwas, was in die richtige Richtung führt. Es kostet uns wertvolle Leute zum Teil. Genau, so ist es. Er hat aus diesem Grunde, weil seine Partei war ja ein bisschen oppositionell auch und da waren auch eigentlich die russischen Impfkritiker sehr stark vertreten. Und da gab es in der Partei einen Streit. Und um denen nicht Munition zu liefern, hat er das lange verschwiegen, dass er Corona hatte. Und dann lag er aber im Koma lange und ja, dann, ja, jetzt ist er gestorben. Aber 8-mal geimpft. 8-mal geimpft. Bisschen übertrieben, ne? Er hat es in vielen Dingen ein bisschen übertrieben. Aber das ist
für mich auch eine sympathische Eigenschaft, aber in dem Punkt hätte er es halt nicht übertreiben sollen. Da hätte er es vielleicht weglassen sollen. Aber vielleicht würde jetzt naja. Das Fledermaus da wiedergeboren. Zum Beispiel auch sehr gerne. Das sehr gerne so ja, klar. Ja, ein Richter. Also ein halb Jude, halb Russe. Ja. Ja. Warum wird den Russen immer nachgesagt, dass sie so viel saufen? Ich verstehe das nicht. Weil sie das machen. Die machen das wirklich, die ne? Machen das wirklich. Also in Russland säufst du entweder viel oder gar nicht. Wenn du sagst, ich trinke nicht, das wird akzeptiert. Es ist nicht wie hier, dass du dann, ach komm, ein Gläsle geht schon. Nee, wenn du sagst, nein, ich trinke keinen Alkohol, dann trinkst du keinen Alkohol. Aber wenn du sagst, ich trinke nur drei Gläschen, na, das ist Quatsch, dann bist du irgendeine komische Figur. Also entweder du trinkst gar nicht oder trinkst richtig. Na, so ich habe ja viele Freunde, die haben russische Frauen. So wird es da gehandhabt. Habe ich dann schon mal nachgefragt, warum ist das eigentlich so? Die meiste Antwort von den russischen Frauen war, weil die russischen Männer so viel saufen. Was? Ach, deswegen haben die Deutschen. Ja, deswegen haben die Deutsche genommen. Ne? Ja, das ist schon, da ist was dran. Ne? Ja. Obwohl die ja sehr häuslich sind. Ja, das russische Familienbild wäre nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Entspricht nicht unbedingt immer dem, was ich eigentlich vertrete, aber oder was uns hier eigentlich so vorschwebt. Was schwebt dir vor? Naja, die Rollen sind recht klar verteilt. Nicht unbedingt so, wie man es in der typischen Macho-Kultur sich denken würde. Also Frauen macht die Küche, das auch. Also russische Frauen gucken dich schon ein bisschen komisch an, wenn du dein Geschirr mit zusammenräumst und auch mit aufwaschen willst oder so. Das ist eher unüblich. Das heißt aber nicht, ja, aber es wird vom Mann durchaus erwartet, dass er für dies und das und jenes sehr bereitwillig sein Portemonnaie aufmacht. Also das gehört schon dazu. Ne? Also die russische Frau stellt durchaus, würde ich mal behaupten, materielle Ansprüche, die für deutsche Frauen, oder da entscheidet man mehr gemeinsam, was gibt man aus bei uns, also würde ich doch behaupten, und dort ist mehr, Mensch, Mann, bring mir Geld her, ich brauche das und das und das. Also das ist so, die Erwartungshaltung ist eine andere, die Gegenerwartungs- oder die Bereitschaft zur Gegenleistung ist zum Teil auch eine andere, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Genau. Ja. Dann machen wir einen Haken hinter das Thema. Was passiert diese Woche? Was haben wir noch? Jetzt haben wir Impfpflicht, ist abgelehnt erstmal. Man will uns dadurch ein bisschen einlullen hier. Guckt, jetzt könnt ihr ein bisschen Ruhe geben. Können wir natürlich nicht, denn wie gesagt, der Krieg ist ja nicht vorbei. Wir haben nur eine Schlacht gewonnen. Und was ist mit dem Gürtel enger schnallen? Also ich habe heute gar keinen dran, weil ich... LTPR. Ja, Gürtel enger schnallen werden wir. Naja, wir werden es in vielen Punkten müssen. Ne? Also, weil wir haben nicht mehr Geld, aber es wird alles teurer. Man kann den Euro nur einmal ausgeben. Das ist eine sehr alte Weisheit. Die ist älter als der Euro selbst, viele Jahrhunderte älter. Und tja, man wird uns dazu zwingen. Und denkst du, dass die Boykottmaßnahmen gegen Russland überhaupt Sinn machen? Also für den Russen? Es sind Boykottmaßnahmen. Das ist ja kein Boykott, weil die wollen ja vielleicht gerade dahin. Die machen ihren eurasischen Wirtschaftsrahmen. Wir machen eine eigene Währung mit China, mit Thailand, mit Indien. Wollen die schon. Natürlich ist es für die auch bequemer, nach Europa, was näher liegt, viel Gas zu exportieren und da das Geld zu kriegen, für das man auch in Europa wieder einkaufen kann. Das sind natürlich in erster Linie Sanktionen gegen uns. Ne? Genau. Für uns wird alles teurer. Wir sind die Leidtragenden. Russland ist eine große Volkswirtschaft trotzdem noch. Die suchen sich andere Märkte. Indien, China, das sind alles riesen rohstoffhungrige Länder, ja, die sich nicht so eine Frechheiten mit Russland erlauben. Und aus diesem Grunde, ja, es sind Sanktionen gegen uns. Und wenn man Sanktionen übertreibt, reizt man natürlich die Russen. Und ich werde so ein bisschen die Einschätzung nicht los, dass wir doch uns in so einer Parallele zu Ende der 30er befinden und man die Russen jetzt wirklich auf Krampf in den großen Krieg reinhaben will. Ja, so habe ich das auch im Gefühl. Und das ist nicht gut. Ja, jetzt mal andersrum, wenn wir Sachsen
irgendwann mal die Schnauze voll haben. Also ich frage jetzt mal so in den Raum hinein, na, wenn wir diese ganzen Preiserhöhungen nicht mehr mittragen wollen, wenn wir, so wie man mit uns umgeht, ja, medial, wenn wir es einfach nicht mehr ertragen können, diese Lügen, die da über den Staatsfunk kommen, ne, gibt es denn eine Möglichkeit zu sagen, wir sind doch Freistaat, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wenn viele Bürger dafür sind, ich weiß nicht wie viel jetzt, dass man sagt, tschüss erstmal, wir machen jetzt unser eigenes Ding, da können wir doch auch Gas kaufen, oder? Da können wir auch Gas kaufen, wir könnten das auch jetzt, du wirst das als Landrat dann machen, du wirst direkt importieren. Es ist bis jetzt nicht verboten. Einfach der deutsche Staat kauft nicht mehr und kauft kein Öl mehr und so weiter. Die großen staatlichen, wir haben ja Marktwirtschaft hin oder her, wir haben ja doch sehr staatliche Ölkonzerne. Die gehören zwar jetzt weniger unserem Staat, aber dem französischen, dem englischen, dem holländischen und so weiter, dem norwegischen. Also es sind ja schon staatliche Unternehmen oder zumindest mit großen staatlichen Anteilen. Und die haben gesagt, wir kaufen nicht mehr aus Russland. Mhm. Wenn jetzt ein Landrat im Oberelbe oder Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, wie das lange Ding heißt, sagen würde, ja, aber wir kaufen schon. Und die Leitung, die kommt ja irgendwie an, noch nach wie vor aus Russland. Und notfalls kommt auch ein Schiff der Elbe hoch oder mehrere. Dann könnte man sagen, ja, wir kaufen aber unser Öl dann und dann gibt es eben bei uns diesen Diesel und das Heizöl 50 Cent billiger als woanders. Darüber müsste man mal nachdenken. Ne? Und natürlich zu der anderen Frage, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ne? Man muss aus dem Gebilde auch raus können. Nur Sekten lassen ihre Mitglieder nicht gerne raus. Aber aus der BRD muss man raus können. Wir konnten ja auch eintreten, also müssen wir auch wieder austreten können. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass der Einigungsvertrag in vielen Punkten nicht erfüllt ist. Und da müsste man, also wenn dein Vermieter oder dein Vertragspartner seinen Vertrag nicht erfüllt, dann kannst du auch sagen, so, das war's jetzt aber. Wenn ein Mieter zweimal hintereinander nicht zahlt, kannst du ihn raushauen. Genau, so ist es. Und wenn ein Vertragspartner von so einem Einigungsvertrag eben einige Dinge nicht erfüllt, dann muss man auch sagen können, so, dann war's das eben mit diesem Vertrag. Dann da sollte man eben mal drauf rumdenken. Da werden wir ganz, ganz scharf drüber nachdenken. Wir nehmen noch einen Schluck. Wir nehmen noch einen Schluck selbstgebrannten aus dem Dresdner Umland. Darf ich dir noch eine Story erzählen zu den Gläsern? Ja, mach mal. Da gibt's hübsche auch eine schöne Gläser, Karaffe sehr dazu. Schön, ja. Ja, die habe ich aus dem Müll. Aus dem Glascontainer. Die standen oben drauf. Nicht dein Ernst. Und die sind doch eigentlich, das ist ja so Kristallglas. Ich weiß nicht, hier ist noch ein Schild. Ja, drin, ein sogar. Schild sogar. Aus also, Österreich. Aus Österreich. Ich weiß nicht, warum man das einfach wegschmeißt. Keine Ahnung, hätte man ja bei eBay verkloppen können oder so. Ich habe da auch überhaupt keine Hemmung, Zeug zu nehmen, was schön ist, was andere Leute wegschmeißen. Genau. Also auch auf das Recycling. Ein Prost. Ich habe meine schönste Zimmerpflanze aus dem Müll geholt. Hat jemand eine Pflanze weggehauen, nicht gesehen, habe ich mitgenommen. Schön gewachsen inzwischen. Ja. Genau so ist es. So, meine Lieben, ja. Haben wir die Themen der Woche behandelt? Ja, denke ich auch. Mit dem angehenden Landrat. Sächsische Schweiz, Osterzgebirge. Ist der immer zu lang, ich weiß. Ja, das ist wirklich so lang, diese komischen ungetümen Begriffe. Ich wäre ja für Oberelbe. Oder Oberelbe, ja. Oberelbe. Kann man das eigentlich ändern selber? Nee, ne? Als Landrat? Ich denke schon, ne? Muss man irgendwie beschließen können. Mit dem Kreistag vielleicht. Ne? Kreis Oberelbe. Fände das wäre gut. Na gut, ja, dann. Kommt gut durch die Woche. Lass die Ohren nicht hängen. Schön auf der Straße bleiben zu den Spaziergängen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen den Druck wirklich aufgebaut halten. Ansonsten wisst ihr selber, was passiert. Ne? Wir sagen euch eine schöne Woche. Das war das Sonntagsgespräch. Dankeschön, Martin, dass ich hier sein durfte. Ja, dass du mit in den Keller genommen wurdest bei dir selber. Jawohl. Genau. So, macht's gut. Dann tschüss. Top.
Waschmittel Fever. In Sachsen erfunden wie der BH. Im Innovationsland erfand man das Tonband und die Technische Hochschule, der TH. Teebeutel, Filtertüte, Feinschliff, Papier. Jeweils eine Erfindung von hier. Wie Europas erstes Porzellan und mehr, um noch lange so fortzufahren. In Sachsen erfand man die Armbanduhr. Zahncreme und Mundwasser bei der Armatur. Für freie Info, pro andere Meinung aus Leipzig die welterste Tageszeitung. In Dresden erfunden die Kleinbildkamera. Wie die Bierdeckel für Freibierkamera. Wo man den Weinbrand erfand. In Sachsen, meinem Heimatland. Sachsen, mein Heimatland. Sachsen, mein Heimatland. Sachsen, mein Heimatland. Sachsen, mein Heimatland. Im SATHSEN kann man sich krass beschäftigen. Den Lodenmantel erfand man hier und den Drogenhandel, ich fantasier. Aktendulli, sächsische Erfindung, darum hat jetzt mein Text ne Bindung. Kaffeesachsen kommen kaum über die Runde, ohne Thermoskanne in Chemnitz erfunden. Krass war's doch noch immer mal krasser, in Sachsen erfand man das Mineralwasser. Prost dir auf die Postmeilensäule, krass war's, das will ich meinen Keule. In Sachsen erfand man versaute Witze, sowie unter anderem Plauener Spitze. Sachsen, wo mein Reim herstammt, SAXN, mein Heimatland. Sachsen.